Marx zitiert, wir haben das gehört, in zur Romantik Stalin zustimmend. Ich finde es nicht so wichtig, dass es Stalin ist. Ich finde es wichtiger, was in dem Zitat steht. Stalin habe gesagt, man solle nicht prinzipiell das Alter der Jugend vorziehen oder die Jugend dem Alter. Die Jugend sei immer bereit, das Alter umzustoßen. Dies müsse man, sagt Stalin, loben, wo das Alter was Widriges sei, also die Sozialdemokratie, meint er da, aber verwerfen, wenn es etwas Mögliches sei, zum Beispiel der Bolschewismus. Im Anschluss daran zitiert Hax nach Stalin gleich Goethe. Die sogenannte romantische Poesie zieht besonders unsere jungen Leute an, weil sie der Willkür, der Sinnlichkeit, dem Hang nach Ungebundenheit, kurz der Neigung der Jugend, schmeichelt. Das ist vielleicht schädlich, wenn die Willkür mit ihrer blinden Wut was Wertvolles zerschlägt, wenn die Sinnlichkeit, also das Verlangen nach unmittelbarer Gratifikation, die längerfristige Glücksbilanz beschädigt. Freud hat dafür den Ausdruck, wenn man, weil man nach der Wurst schnappt, den Kranz von Würsten verliert. Wenn die Ungebundenheit, also nützliche, schöne, wertvolle Verbindungen zerreißt. Die Feinde, die Hax ins Visier genommen hat, rütteln für ihn an Errungenschaften des Sozialismus. Und die Vorgänger, die er ihnen nachweisen wollte, musste, damit die Polemik funktioniert, rüttelten an Goethe. Byron und Shelley aber, die sozusagen die objektive britische Kunst, die da kanonisch war, mit ihren Subjektivitäten untergraben haben, die haben gerüttelt an Milton, an Spencer und Pope. Zierliche Leute, fromme Leute, ernste Leute, auch formal schöne Leute oft. Blumengärtchen, Paradiesschilderungen, eindrucksvolle Höllen. Aber nichts, das selbst für Hax unersetzbar wäre. Nichts, dessen Destruktion ein Rückschritt wäre. Wie es das Zurückfallen hinter die von Schiller theoretisch und Goethe praktisch geleisteten Dinge in der Tat wohl war. Shelley und Byron rüttelten nicht an Shakespeare. Sie waren nicht verrückt. Also bestehende Literaturordnungen zernagen soll immer schlecht sein, wie? Ich weiß nicht, wenn jetzt eine junge Dame käme und würde kaputt machen, was Krass und Weiser der deutschen Sprache geschenkt haben. Da werde ich ultralinks bis zur Inhaltslosigkeit. Der Punkt ist, man muss verstehen, dass es sich bei einer bestimmten Sorte Jugend, die als einziger Kopfzustand nur weiß, was Übermut diktiert, dass das der Faktor ist, der den übermächtig aufragenden Dreck angreifen kann, aber nur dann, wenn er sich selber irgendwann lernt, als ein Durchgangsstadium zu begreifen. Da gibt es noch ein anderes Wort außer Romantik. Wie wär's denn mal mit Sturm und Drang? Wie wär's denn mal mit erst Werther und dann was anderes? Was ich jetzt behaupte, ist, dass Shelley eben das geahnt hat und Byron sogar gewusst hat, dass also die Romantik, in die diese zwei gehörten, in Wirklichkeit sozusagen ein Sturm und Drang war, auf den eine klassische Haltung entsprechende sozialhistorische und individualbiografische Chancen einmal vorausgesetzt. Also wie Hax geschrieben, ohne DDR. Bei beiden so unfehlbar gefolgt wäre, wie sie bei Goethe auf den nach Haxens Kriterien hochromantischen Werther folgen musste, wie sie bei Heinrichs Buch der Lieder gefolgt ist. Sie folgte bei Byron und Shelley nur deshalb nicht, weil Shelley und Byron zu jung gestorben sind. Bei Shelley könnte ich den Nachweis versuchen, dass sie in seiner Arbeit angelegt war, indem ich seine Spannbreite von dem, was Hax zu gut geschrieben nennt, mehr als der Prometheus fallen, hierunter vielleicht Sachen wie die Hymn to Intellectual Beauty, wo also ein langes Gedicht einfach nur sagt, schön ist es, wenn es klug ist, und klug ist es, wenn es schön ist, von 1817, wo vor lauter atemberaubender Schönheit dann wirklich fast nichts mehr steht. Bis umgekehrt zur großartigen Mask of Anarchy von 1819, die der vorscheinenden Moderne, dem vorscheinenden bürgerlichen, barbarischen Zustand ästhetisch, sozial und politisch bereits alles vorwirft, was Hax ihr auch vorwirft. Anarchy, die nackte Willkür nämlich. Lass auch das jetzt bleiben, Shelley ist ein schwieriger Fall und dass immerhin Marx ihn sehr gemocht hat, werfe ich nur so hin, es beweist nichts und birgt höchstens einen verantwortungsvollen Forschungsauftrag. Ich lieber wieder zu Byron zum Schluss. Die Behauptung, wie gesagt, lautet, seine Hingabe an romantische Zustände war eine der Selbstimpfungen. Des fiebrigen Durchgangs durch etwas, das sein muss, weil die Zukunft als Bürgerliche wenig versprach und die Vergangenheit als Ständische ihm widerlich war. Man darf nicht vergessen, wir haben vorhin gehört, für die Leute in der DDR, die Romantiker vertreten haben, ging es auch um das Leben, also um das Leben, das die führten, um diese Zerrissenheit, um das Unbehauste, um das Moderne. Das sieht nun relativ bescheiden aus, wenn man sich die Leute dann biografisch wirklich anguckt. Der Schlegel hat halt die Hippie-WG erfunden und diverse christliche Orden bekommen und saß wohl auch mal kurz in irgendeinem Parlament. Novalis war, glaube ich, zweimal verlobt.
wilde Sachen, aber bei Byron und Shelley ist es so, Byron hat zum Beispiel zwei der bedeutendsten im House of Lords, zwei der bedeutendsten oppositionellen Reden, die in der englischen Geschichte überhaupt gehalten wurden, gehalten. Das eine gegen die Todesstrafe für die Luddites, für die Maschinenstürmer, das andere für die katholische Minderheit in Irland, oder das heißt Minderheit, also die Minderheit nicht zahlenmäßig, aber die Unterdrückten eben, und ist gestorben im Freiheitskampf der Griechen gegen die Türken. Und Shelley hat als erster englischer Schriftsteller einen atheistischen Traktat veröffentlicht, hat sich in einer Weise für Frauenrechte engagiert, die ich jetzt nicht gutmenschenmäßig aufzählen möchte, aber das sind schon andere Figuren, würde ich damit sagen. Also, die Zukunft als Bürgerlicher hat ihm wenig versprochen, die Vergangenheit als Ständische war ihm Byron widerlich. Er war Lord, er war Dandy, aber es war ihm widerlich, wie diese Leute funktioniert haben. Und Shelley, der da sehr gerüttelt hat an den sozialen Dingen, den hat er gegen alle Einwände seiner, also Byrons Dandy-Freunde, immer wieder verteidigt. Die nannten ihn The Snake. Es gibt eine berühmte Beefstelle von Byron, wo er sagt, ja, dieser Mann, ich habe ihn heute wieder beobachtet in Italien in einem Boot, wie er gegen die Strömung rudern will. Und es ist natürlich totaler Unsinn und kann nie funktionieren, aber er ist mir doch lieber als die, die sich einfach mit dem Gesicht nach unten in den Fluss legen. Und gut, er nennt aber diese Nervosität, die aus diesem Ungenügen an der Vergangenheit geht, aus. Die Moderne. Schluss. Also er nennt diese moderne Nervosität wretched in den Brief und ridiculous. Also nicht seherisch und tief und irgendwas, wie es ein Romantiker tun würde, den Hax hassen würde. Er zitiert nicht ohne grimmig ironische Zustimmung einen Dandy, den er kennt, der statt von Wahnsinn, mit dem die Romantik ja immer wieder kokettiert hat, einfach von Albernheit, von Silliness sprechen würde. Wäre Byron auf dieser Stufe, also so ein gebrochenes Selbstironisch, heute würden wir vielleicht sagen, postmodernes Spiel mit diesen Dingen, stehen geblieben, interessiert er nicht. Aber hat sie genutzt, sich von ihr zu emanzipieren. Es gibt ein Gedicht von ihm über den Ort, wo er den Brief geschrieben hat, und der ist noch ganz tikisch, dieser frühe Versversuch, der ist noch ganz fast Fouquet-artig, de la Motte Fouquet-artig, ruinenselig. Through thy battlements, Newstead, the hollow winds whistle, though the hall of my fathers art gone to decay, in thy once smiling garden, the hemlock and thistle have choked up the rose, which late bloomed in the way. Das ist also genau das, was Goethe angegriffen hat mit den verfallenen Schlössern, den Basalten, dem Europa, dem gegenüber es Amerika besser hat. Also diese Verse sind Romantik in dem Sinn, den Hax diesem Wort beilegt, wenn er schimpft. Da weint einer den Vätern, dem Mittelalter irgendwie, den Ständen auch nach, weil die Kraft, die bürgerliche, die psychische, die eigene, nicht reicht, eine neue Welt, eine vernünftige Welt zu erschaffen. Dieser Schwächezustand aber geht durch eine Phase der Reflexion auf sich selbst. Das ist die Markierung, die der Brief setzt. In etwas über, das die Dekadenz, wie Hax das nennt, und darin in der Tat stark beeinflusst von Lukács, würde ich sagen, und von der Zerstörung der Vernunft, als Ferment neuer Formgestaltung nutzen will. The Deformed Transformed heißt ein Werk von Byron. Also das Zerstörte verwandelt. Und das Werk, an dem er arbeitete, als er starb, da er gerade die Mitte des vierten Lebensjahrzehnts erreicht hatte, endet, wo es abbricht, mit einer aufgeklärten Heiteren. Das Maß, Hax hätte vielleicht sogar gesagt, die Mitte finden im Rückschau auf die eigenen Temperamente im Verhältnis zum Erbe. Wie sie souveräner, erwachsener, sagen wir halt mit Hax klassischer, kaum gedacht werden kann. Man kommt immer zu früh, Goethe kam zu früh, die Menschheit ist noch nicht so weit in der Umfrage. The loftiest minds outrun their tardy ages, this they must bear with, and perhaps much more. The wise man's sure, when he no more can share it, he will have a firm post-orbit on posterity. Also die Entsagung, die weiß, dass sie der Zeit voraus ist, dass sie eine Epoche, die erst noch kommen wird, der Bürgerlichen schon den Nachruf schreiben kann, genau die Haltung, die Hax an Goethe und in ähnlichem Zusammenhang an Voltaire bewundert und einsichtsvollerweise als irgendwer sonst beschrieben hat. Das ist ein anderer Hax, das ist ein anderer Ton als der Schimpfende. Das Unreife durchlaufen und desto höhere Reife zu erlangen, ein antiromantisches Programm also, im Sinne von Hax, zu dessen Verwirklichung Byron sich aber der Romantik als dies Nottat furchtlos ergeben hat, nach dem schönen christlichen Grundsatz, wirf weg, damit du gewinnst. Und Hax, wie steht er in dem Diagramm, das ich gemalt habe, dass man die ästhetischen Tricks der, wie er sagte, Gammler benutzen kann, um sich ihrem Schicksal zu entziehen und sich ihren Absichten zu verweigern, das soll der Verfasser von Die Binsen nicht gewusst haben. Er hat es gewusst.
Seine Art ist zu zeigen mit einem Stück und vielen Hinweisen an vielen Orten, wir haben viel darüber gehört, wie viel klüger die Stücke noch sind als selbst die belerntesten Stellen der Essays. Seine Art ist zu zeigen, also ist eleganter als meine heute, die mit Philologie hantiert hat und auf einen Zeugen namens Byron angewiesen war, in Ermangelung von Worten, die schön genug sind und präzise genug die Melancholie des Gegenstandes mit dem nötigen Witz zu veredeln, damit sie nicht Schwermut und Geheule wird. Man tut, was man kann. Man nimmt manchmal jede Hilfe, jedes Erbe an, damit das, was man unter Werk versteht, gelingt. Danke. Ich hätte meine Frage. Ja. Ganz kurz zu beiden letzten. Ich weiß ja nicht, ob die beiden letzten Referenten, vielleicht haben sie es, die Bücher der Ricarda Hoch über die Romantik gelesen haben. Sie haben es. Sie sagt immer wieder, diese ganzen Frühromantiker, sie konnten alle nicht erwachsen werden. Und sie sagt immer wieder in ihrer, und das war ja eine Erzählerin, sie konnten nicht erzählen. Ja. Es ist ein Topos, der sich interessanterweise tatsächlich durchzieht. Das heißt bei Carl Schmitt, ich war leider nicht da heute Morgen, aber der auch immer wieder gegen Unreife was hat. Sei es selbst bei jemand so Liberalem und Gutmütigem wie Isaiah Berlin, der 1964 über die Wurzeln der Romantik auch ein, jedenfalls in der angelsächsischen Welt sehr beachteten Vortrag, also ein Buch geschrieben hat, wo er auch diese Gegenaufklärung sozusagen ableitet aus, man will halt nicht vernünftig sein, weil vernünftig sein ja nicht nur heißt, sieh deine Interessen und sieh die Welt um dich rum, sondern es ist natürlich auch ein klassischer Elternmahnspruch und oft von den allerunreifsten und blödesten Leuten von irgendwelchen Pfaffen von der Kanzel kommt und der seid halt vernünftig, damit ist dann nicht die Vernunft gemeint, damit ist einfach die Unterwerfung. Und dieses Schildern sozusagen des Begriffs der Vernunft gibt der größten Unreife unter bestimmten Bedingungen einen nicht nur Schein von Richtigkeit. Nein, nein. Ihre zeitweilige Legitimität. Ja. Näheres dazu vielleicht noch bei einem anderen ewigen Kind, Bloch. Der das mit Weisheit zu verbinden wusste oft. Und oft auch mit Gefahr wird. Ich hätte eine, oder eine Anmerkung zu der, zum Thema Schmidt-Romantik. Im Gegensatz zum Rest Ihres Vortrags kann ich Ihnen gar nicht ganz folgen, weil in diesem Radio-Essay oder Funk-Essay Arne Schmidt durchaus auch eine inhaltliche Begründung gibt und tatsächlich interessanterweise mit dem Begriff Realismus kommt. Und zwar ist die Argumentation so, dass die Willkürlichkeit, die Ausgeliefertheit des Subjektes in einer Welt, die nicht nur, deren Gesetze nicht nur erkannt werden können, sondern die auch überhaupt keine Gesetze hat, viel realistischer sei als die, als das Modell der Klassik, die sich eben sozusagen eine zugrunde liegende Ordnung, die sich irgendwie eine ontologische Ordnung vorstellt. Also das ist die Art. Das ist der Zentrale, das ist, ja. Das wollte ich nur sagen, als, weil im Grunde hatten Sie... Völlig richtig. Also ich sage ja auch, sein wahrer Grund ist ein anderer als den er da angibt. Und ich sage, es ist symptomatisch, dass er einen so dünnen Grund angibt, der überhaupt nicht auf das Niveau seiner Argumentation sonst passt. Aber zu dem Punkt jetzt in der Tat. Schon in der Fühlmann-Sache, also die Frage der Geworfenheit, die Frage einer Ordnung, nämlich der kapitalistischen, die nicht transparent ist, wo man eigentlich gar nicht versteht, wo einem einerseits gesagt wird, du bist frei, weil wir sind ja nicht mehr in der ständischen Welt, und andererseits kann ich diese Freiheit in keiner Weise nutzen, weil es mir geht wie bei Kafka, der Maus, die nur die Laufrichtung ändern muss und dann ist die Katze da. Das ist natürlich, ganz kurz vielleicht ein bisschen marxistisch, diese Sorte Freiheit hat natürlich viel zu tun mit dem freigelassenen Sklaven. Der freigelassene Sklave wird in dem Moment, wo das aufhört und wo man sagt, man macht Lohnarbeit, auch deshalb abgestoßen, weil man ihn ja weiter unterhalten muss, wenn der Laden nichts abwirft. Er muss ja essen. Das muss der Lohnarbeiter nicht, er kann sehen, wo er verhungert. Das heißt, er hat diese Freiheit, aber gleichzeitig ist er völlig der Willkür dessen, der ihn entlässt oder einstellt, ausgeliefert. Und das ist in der Tat in der Literatur der Moderne und ihrem sogenannten Menschenbild, das ja einfach ein Bild ist davon, wie geht es der Mehrheit der Leute oder denen, die das lesen, der entscheidende Streit. Nehmen wir Adorno, Lukács, um nicht mit Hax zu nehmen.
Da geht Lukács also hin und sagt, diese ganzen fantastischen Konstruktionen, diese Stummelmenschen, diese Geschichten bei Beckett und so weiter, das ist antirealistisch.